Neujahr, gute Vorsätze, ist meistens so ein geiler Cut vom alten Jahr. Weihnachten hat jeder gecheatet. Und dass ihr auf diesen Tag gut vorbereitet seid, gebe ich euch heute ein paar Tipps. Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Benny und wir bereiten uns in diesem Video ein bisschen drauf vor auf den 2.1. Am 2.1. werden die meisten von euch wahrscheinlich wieder Richtung Diät und guter Form denken. Neujahr, gute Vorsätze, ist meistens so ein geiler Cut vom alten Jahr. Weihnachten hat jeder gecheatet. Die ersten Weihnachtsfeiertage waren völlige Ausartung und dann am 2.1. geht's meistens los. Und dass ihr auf diesen Tag gut vorbereitet seid, gebe ich euch heute ein paar Tipps. Tipp Nummer 1, alles was man versucht von heute auf morgen zu ändern ist meistens schwierig. Stellt euch vor, ihr esst auf einmal immer nur morgens solche Nougat-Teile, 3 Jahre lang und dann kommt auf einmal einer her und sagt, jetzt esst ihr die nächsten 12 Tage nur noch morgens Haferflocken mit Banane und dazu ein bisschen Mandelmilch. Glaubt ihr wirklich, das funktioniert so easy? Nein, tut's nicht, denn ihr habt eine Routine und an die habt ihr euch gewöhnt. Und dann müsst ihr von dieser Routine weg und das ist immer ein bisschen unangenehm. Deswegen versucht am Anfang vielleicht nicht so einen extremen Cut zu machen, sondern versucht den Übergang ein bisschen schleichender zu machen. Ich weiß, am 2.1. will ich zum Beispiel wieder meine Proteinzufuhr relativ hoch halten. Also fange ich jetzt ein paar Tage früher damit an, meine Ernährung schon so ein bisschen umzustellen, damit ich rein proteinmäßig, nicht von den Kalorien her, schon wieder ein bisschen höher bin. Ein anderer guter Tipp ist natürlich, dass ihr versucht, alle Sachen, die euch nachher in einer Diät am 2.1. oder je nachdem, wann ihr startet, ein Hindernis sind, versucht ihr im Vorfeld am besten schon zu essen. Also ich bin zum Beispiel ein sehr großer Gebäckliebhaber. Das heißt, alles, was, egal ob es Laugengebäck, Brezeln, Brötchen, allgemein, stehe ich voll drauf, ist aber vom Volumen her, was ich oft schon mal mitgeteilt habe, nicht ganz so cool. Deswegen schaue ich, dass ich die Brötchen und andere Leckereien, wie zum Beispiel den hier, jetzt in den nächsten Tagen schnellstmöglich irgendwie vernichte, indem ich esse. Und dann bin ich nämlich im Januar komplett im Haushalt, frei von irgendwelchen gefährlichen Sachen, bei denen es meistens komplett ausartet und komme gar nicht in die Versuchung. Alle Personen, die irgendwie was zu Hause haben und dann kommt zu dem Moment, wo man auf dem Sofa chillt und schaut vielleicht was an und sagt, ja, jetzt hätte ich so Bock auf 2 Knoppers. Und wenn sie dann im Haus sind, dann wird es immer sehr schwierig, gegen diese anzukämpfen und dazu widerstehen. Schaut einfach, dass euer Haushalt so präpariert ist, dass ihr nicht so leicht in Versuchung kommt. Und Tipp Nummer 3 ist auf jeden Fall, macht euch jetzt vielleicht schon mal Gedanken, wenn ihr am 2.1. starten wollt, was ihr vielleicht einkaufen müsst am 2. Und vor allem seid euch dann auch schon im Vorfeld ein bisschen klar, was für eine Diät ihr in Erwägung zieht. Also je nachdem, was für eine Strategie ihr fahrt, egal ob das jetzt Low Carb, High Carb, Intermittent Fasting oder so ist. Bei allen Varianten muss man ja auf verschiedene Sachen ein bisschen Acht geben. Deswegen wäre mein Tipp, überlegt euch jetzt schon genau, okay, was will ich machen? Und wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten, vielleicht dann schon bevor ich einkaufen gehe. Das waren die 3 Tipps und jetzt viel Spaß mit dem Video. Schaut mal, das habe ich bekommen von Sallys Schwester. Richtig cool. Da seht ihr praktisch verschiedene Daten. Also zum Beispiel 2014 habe ich mit dem YouTube-Channel angefangen. 2015 war ich bei Gymjunkie. Hier habe ich PTs gegeben im alten Studio. Das war 2011. Hier sind 2 Bücher von uns, die rausgekommen sind. Das war im Jahr 2015 und Sally war von Anfang an dabei, die auch bei Smart Cooking mitgewirkt hat. Dann haben wir hier oben voll cool 2018 Smart Gym, hier in Heilbronn. Und ich schreibe dazu The Place to Be. 2017 den Overall Champion im April und Rocker Nutrition haben wir noch, November 2016 und unser Logo. Also Maxine, falls du das siehst, richtig cooles Geschenk. Ansonsten kann ich euch sagen, freue ich mich übertrieben auf den Februar 2018, weil ab dem Februar planen wir eigentlich, dass wir in die Büroräume im EG reingehen können. Ist für uns auch extrem cool. Wir haben nämlich personell ziemlich viel umgeplant. Offizielle Büroräume haben und alle Personen ins Büro reinsetzen. Ist natürlich, dass wir die Personen hier lokal benötigen und jetzt nicht mehr irgendwie auf Leute aus Berlin und Co. zurückgreifen können. Ist eine kleine Umstellung, ist aber trotzdem enorm cool und auch für Sally und mich cool, weil wir haben ja sonst eigentlich mehr oder weniger Homeoffice gehabt. Was zwar teilweise Vorteile hat, aber auch auf jeden Fall ein paar Nachteile mit sich bringt. Übrigens, was mir da einfällt, wir haben für morgen, also eigentlich wollte ich einen 7,5-Tonner mieten, aber dann ist mir aufgefallen, dafür braucht man ja einen Führerschein. Jetzt haben wir für morgen ganz normal so einen Sprinter gemietet und da werden wir in Stuttgart ein paar Büromöbel abholen. Babe? Yes?
Morgen suchst du dir deinen Schreibtisch aus, ist dir das klar? Ja. Also Schreibtisch, Bürostuhl, alles wird morgen ausgesucht. Und dann hast du endlich, auch wie ich, ein eigenes Büro. Nicht mehr zu Hause. Richtig. Eigenen Tisch, eigenen Stuhl. Morgen fahren wir zusammen diesen 3,5-Tonner. Du wolltest den 7,5-Tonner. Ich habe gesagt, ich fahre das Ding wie eine 1. Gehen wir trainieren? Ja, heute gehen wir trainieren. Was trainierst du? Beine. Push. Enjoy. Mama, vermissen dich die Leute irgendwie? Warum ist das nicht mehr so? Ja, keine Ahnung, hat jeder sein eigenes Zeug zu tun. Da so, hatten wir Freunde, dann jetzt ist sie in der Erklärnot. Du machst jetzt Gym und dann bist du wieder nicht da und filmst was anderes. Manchmal schreiben die Leute wirklich. Ob wir noch zusammen? Leute, nein. Also. Warum du eigentlich gar nicht mehr ersichtlich bist. Musst du wieder mehr Gas geben. Bald. Bald? Wann? Nee. Bei mir. Die Leute wollen dich ja bei mir. Immer wenn du filmst, rennst du jetzt durchs Bild oder wie? Ja, genau. Rule number one. Sitzheizung an. Ich komme an. Workout für heute, Kaffee. Beendet, bin schon fertig. Komm immer nur zum Kaffee trinken. So, Freunde, wir sind wieder zurück, diesmal in der Küche. Das erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an die Wettkampfdiät, weil da habe ich mich immer so gefreut, wenn ich eine riesengroße Bowl bekomme, voller Brokkoli. Seitdem haben wir auch nicht mehr die Pute so massiv gekocht. Ich habe selber schon, das hat sich in meinem Kopf so verankert. Trauma. Ja, wirklich. Ganz am Ende, kann ich euch sagen, habe ich damals 800 Gramm Pute mit 800 Gramm Brokkoli, manchmal Kilo Brokkoli. So massiv, dass sie sich in meinem Kopf so verankert. Ich habe am Ende ein bisschen Intermittent Fasting gemacht und das war so ganz kurz vor dem Wettkampf. Und das ist einfach nur so, da warst du dann auch auf Low Carb praktisch, weil du entlädst ja am Ende. Und ich habe dann wirklich am Ende 800 Gramm Fleisch abends gegessen mit 800 Gramm oder ein Kilo Brokkoli. Und es war eine riesengroße Bowl immer. Ich weiß es noch, da war manchmal sogar einfach nur noch Salatblättchen dabei, damit es an Volumen ist. Ich habe das so weggehauen. Das kann man sich nicht vorstellen. Kein normaler Mensch haut einfach mal kurz 800 Gramm Brokkoli und 800 Gramm Fleisch weg, wenn er nicht gerade komplett irgendwie an den letzten Kräften zehrt. Heutzutage esse ich vielleicht so am Tag, wenn ich Fleisch esse. Ich esse nicht mal jeden Tag Fleisch gerade. Aber wenn ich... Lange nach dem Wettkampf hast du keine Pute oder Brokkoli.
Ja, das stimmt. Und wenn ich es mal esse, dann ist es halt sehr human, 200, 300, 400 Gramm Fleisch, wie ich eben Bock habe. Erklär uns mal, was es heute Leckeres zu essen gibt. Du kriegst eigentlich so eine Bowl, wie bei Chipotle. Oh, die Chipotle Bowl? Chipotle à la Smart Games? Okay, erklär mir das bitte. Was ist drin? Bei Chipotle ist ja, man kann das Fleisch selber auswählen. Chicken oder Hühnchen. Alles, auf jeden Fall kann man es alles selber zusammenstellen. Und so haben wir es hier auch. Wir haben heute aber alles drin. Alles? Was man nur wählen kann eigentlich bei Chipotle. Oh. Also wir haben Hackfleisch, Hähnchen, wir haben Reis, wir haben Bohnen, wir haben Avocado, wir haben Tomaten. Wir kriegen noch, das gibt's bei Chipotle oben nicht, du kriegst noch ein Ei oben drauf und Salat und dann ist fertig. Aber es ist noch viel. Und weil ich schon weiß, dass die Frage zu 100% kommen wird, Benni, denkst du wirklich, das heißt Chipotle? Ich war drin im Laden, hab damals die Mitarbeiter gefragt. Selber die Mitarbeiter haben gesagt, es heißt Chipotle. Es heißt nicht irgendwie Chipotle oder Chipotle. Ich vertraue jetzt auf die Mitarbeiter, wenn es die nicht wissen, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt probiere ich noch einmal das Hackfleisch. Und dann zeigen wir euch gleich die fertige Chipotle Bowl. Im Prinzip sind alle Zutaten klar. Ei, Chicken, Hackfleisch, Tomaten, Avocado, Salat, Bohnen, Reis oder Nudeln, je nachdem was ihr wollt. Gut gewürzt. Deine Salzmengen, die sind ja im Rang. Auf keinen Fall mehr Salz. Sehr gut. Gut. Tipptopp. Smart Gains, good job. Wie oft habe ich früher good job gesagt? Verdammt oft. Wir müssen einen Good Job wieder einführen. Smart Gains, Good Job. Die Chipotle Bowl à la Smart Gains. Sieht mega geil aus. Und in diesem Sinne, Freunde, möchte ich mich bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer Folge Smart Gains. Wir haben den 28. heute. Ich hoffe, das Video geht noch kurz vor kurz vor Silvester online. Und am 2.1. startet wieder praktisch der Bau und es geht voll los. Und ich freue mich einfach nur enorm auf diese Zeit und möchte euch natürlich an diesem Projekt, so gut es geht, immer noch teilhaben lassen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Benni und eure Sally. Von Smart Gains. Ciao, ciao.